Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Folge Passing Pineview Forest. Ja, das Spiel gibt's auf Steam, wie immer. Es ist konzipiert für die Oculus Rift. Ich spiele es hier ganz normal auf dem Bildschirm. Und es handelt sich einfach darum, dass man hier durch den Wald geht und es einfach dunkel ist. Mehr weiß ich leider auch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Okay. Es ist ziemlich dunkel. Und ich weiß auch nicht wirklich, was es jetzt hier als Ziel gibt. Wir gehen einfach nur durch diesen Wald. Taschenlampe haben wir keine, leider. Was war das? Okay, man hört immer so Schritte. Gehen wir mal weiter. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich spiele das Ganze jetzt auch bei Nacht, also es ist tatsächlich auch dunkel hier bei mir rundherum. Und atmosphärisch ist es jetzt schon mal. Gut, die Grafik, ja, kann man schlecht sagen, weil ja alles dunkel ist. Aber man hat auch immer wieder irgendwie das Gefühl, dass man sich umdrehen muss. Ja. Mal ein bisschen vorsichtiger gehen. So in dem Spiegel selber. Weiß ich nicht, ob uns hier irgendwas entgegenkommt, aber es geht eigentlich wirklich nur darum, dass man hier einfach durch diesen Wald läuft. Ah, jetzt mega dunkel, ey. Ich hoffe, ihr seht das noch ein bisschen. Aber ich kann ein bisschen was erkennen auf jeden Fall. Und momentan sehe ich nichts. Gar nichts. Außer diesem Weg. Irgendwelche Geräusche. Okay. Nee. Ich sehe aber auch nichts, ne? Okay, also atmosphärisch ist es auf jeden Fall, Leute. So, wir gehen mal ein bisschen weiter hier durch die Dunkelheit. Ich sehe auch wirklich nur so ein bisschen den Weg. Ab und zu mal einen Baum hier vorbeistreifen. Ist echt mega dunkel, aber ich kann es leider auch von der Aufnahme her nicht aufhellen. Oh, Alter, ey. Okay. Ich habe immer dieses Gefühl, ich muss mich umdrehen, ich weiß nicht. So. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, ich bin schon mega drin im Wald, ne? Also vom Kopf her. Und immer wieder diese Geräusche. Okay, einfach mal unauffällig weitergehen. Okay. Oh, was ist hier? Hier haben wir... Ah ja, okay. Ein Häuschen. Ach komm, wir gucken es uns an. Wir gucken es uns an. Oh, ist ja hübsch, ne? Super. Mensch. Tine Wittler würde sich hier wohlfühlen, du.
Aufmachen kann man nichts draußen. Okay. Oh Mann. Die Geräusche machen es halt auch nicht besser, ne? Also mit der Oculus Rift wäre ich jetzt schon gestorben. Herzinfarkt. Mann, geh doch. Ah, jetzt. Okay. Oh, schön. was ist das für ein riesiges Klo? Wer wohnt denn hier? Oh mein Gott. Okay. Diese Geräusche auch immer, ne? Das macht sich besser, ey. So. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass gleich das Slenderman vor uns steht. Da gibt's Erde. Okay. Ah, diese musikalische Untermalung auch, ne? Also. Die Axt. Ich kann sie nicht nehmen. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Jetzt nirgendwo hin. Okay. Fällt einem schon leichter hier im zweiten Haus reinzugehen, aber offen will ich trotzdem. Geht doch. Ach schön, Mensch, hier ist ja auch wunderbar eingerichtet. Supi. Und eine Kinderkrippe. Hier kann man nichts machen. Okay. Alter, diese Geräusche machen mich wahnsinnig. So. Okay, ich will hier einfach nur weg. Einfach, wir gehen einfach unauffällig weiter. So, jetzt mal nicht zu rennen, weil das natürlich auch ein bisschen laut ist. Alter. Okay. Ich sehe nichts rundherum. Weg hier, ey. Weg. Man will aber auch was sehen, ne? Also man guckt auch hin. Weil man einfach sehen will, was auf sich... Wir können uns eh nicht wehren, ne? Weil wir auch nichts haben, aber... Okay. Ich bin hier nicht alleine. Hallo, wer immer da auch ist. Ich bin nicht alleine. Du kannst mir gar nichts tun. Du. Ich habe auch meine Trillerpfeife dabei. Boah, leck mich, ey. Okay. Die Geräusche machen mich wahnsinnig, ne? Ich sehe aber auch nichts. Okay, wir gehen. Alter. Es ist so kackend dunkel. Da war wieder die mysteriöse Quietscheente. Und die
diese Schritte, ey. Diese Schritte, ne? Okay, jetzt sind sie echt schon langsam ziemlich nah. Einfach unauffällig gehen, nicht auffallen, schön langsam. Okay, jetzt wird's verrückt, ne? Jetzt wird's ver... Einfach weitergehen, so. Also diese Hintergrundmusik, die macht's halt auch nicht besser, ne? So, was ist das? Eine Kirche oder eine Kapelle? Ja, kann man nichts machen, okay. Ja, dann... Oh Mann, wir werden auf jeden Fall verfolgt. Auf jeden Fall. Hier gibt's wieder nichts. Oh mein Gott! Okay, okay, okay. Diese Geräusche machen mich wahnsinnig. Okay. Vielleicht kommen wir hier noch raus. Und die Hintergrundmusik. Okay. Okay, ich habe Gänsehaut. Super. Herzlichen Dank, liebe Entwickler. Ihr habt es geschafft. Okay, jetzt das hört die Luke jetzt ein bisschen auf, die Hintergrundmusik. Boah, alles bewegt sich hier in dem Wald irgendwie, ne? Alles bewegt sich. Wer bist du? Oleg. Okay, irgendwas kommt hier näher. Irgendwas kommt auf jeden Fall näher. Okay, okay, irgendwas. Einfach weitergehen, nicht umdrehen, einfach gehen. Vielleicht funktioniert's, ja. Oleg! Alter! Oh! Okay. Okay, Gänsehaut. Das. Jetzt bin ich offen, ne? Oh mein Gott. Puh, okay, Leute. Das war Passing by New Forest. Ein sehr atmosphärisches Game, wie ich finde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen, hier durchzukommen. Vielleicht gibt es ja ein Ende. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.